Moin, hier ist wieder Klaus. Ja, ihr seht's, Ubuntu 15.10, Wily Werewolf. Das habe ich gestern auf meinem Rechner installiert. Der musste mal wieder neu aufgesetzt werden. Ja, und als es hier installiert war, das System, dachte ich mir, Mensch Klaus, wo das jetzt alles hier so frisch quasi ist, da kannst du mal etwas zeigen, wo man ein neues System für braucht. Ja, und was es ist, das zeige ich euch jetzt. Ja, nochmal ganz kurz. Ich habe eine Sache installiert und zwar ist es hier der Simple Screen Recorder. Den brauche ich natürlich, um hier meinen Bildschirm aufnehmen zu können. Der Rest ist aber quasi neu und ja, ich lege einfach mal los. Und zwar. Ja, doch, ich zeig's euch erstmal. So, dafür. Ach, hier ist noch diese neue Werbung. Einen neuen Tab. So. Gehen auf geocaching.com. So, einloggen. Auf. So, Buschgote. Ups. Na, was ist denn los? Aha. So, auf die Karte. Ah, endlich. So. Jetzt möchte ich gerne. Muss mal ganz schnell hier das Kabel, das Richtige holen. So, dann mal das GPS-Gerät verbinden zu den Clip hier ab. So, zum Verbinden mit PC habe ich hier dieses Dodo Cool Kabel. Das hat einmal Micro-USB, dann diesen Adapter hier, den man draufsetzen kann für mein iPhone. Das habe ich hier ein bisschen zurechtschnitzen müssen, dass es auch durch die Schutzhülle durchpasst. Und die Garmin-Geräte haben ja diesen Mini-USB-Anschluss, meins zumindest. Und da habe ich mir diesen Adapter hier gekauft. Der geht von Micro-USB auf Mini-USB. Das wird einfach hier drauf gesteckt. So habe ich quasi ein Kabel mit einem Adapter, beziehungsweise zwei, in einmal diesem festen hier für das iPhone und hier den anderen für Mini-USB. Habe ich quasi ein Kabel für alle meine Geräte. Das ist ganz praktisch. So, dann das Kabel hier in den PC. So, das Gerät läuft. Dann zurück zum PC. So, ich habe jetzt mein GPS-Gerät angeschlossen an den Rechner. Das müsste hier gleich auftauchen im Dash. Ach, nicht im Dash, im Unity Launcher meinte ich. So, da ist es hier. Garmin, mein GPS-Gerät. Ist also mit dem Rechner verbunden. Und jetzt möchte ich hier
den Traditional Cache Plop auf mein Garmin GPS-Gerät kopieren. Ne? So, kann mal kurz gucken. So, das kann ich entweder hier auf der Karte direkt machen, hier oder auch hier, das ist egal, wie man es möchte. So, aufs GPS-Gerät übertragen. Garmin auswählen. Und jetzt steht hier zu meinem Leidwesen: Your browser is not supported by the Garmin Communicator Plugin. Das heißt, der Browser hier, der Firefox, ist für dieses Plugin, um das Gerät mit dem PC zu verbinden, dass die Kommunikation quasi stattfindet zwischen den beiden Geräten, nicht geeignet. Das ist jedoch Kappes, weil das bei Windows auch klappt mit dem Firefox. Das heißt, an Ubuntu, am Firefox kann es nicht liegen. Es liegt an Ubuntu. In dem Fall ist es aber kein Drama. Ich lege mir mal die Karte hier. Als Lesezeichen. Das macht es ja im nächsten Mal einfacher, das hier. Ne? Ah, es muss natürlich in die Symbolleiste. So, jetzt habe ich hier oben eine Geocaching-Karte drin. Beim nächsten Start geht es dann einfacher. So, die Frage ist nun, wie kriege ich dieses Plugin hier in Ubuntu für den Firefox zum Laufen? Das ist ganz einfach, er drückt jetzt gleichzeitig STRG, ALT und T. Und dann wird ein neues Terminal aufgemacht. Und installiert wird das jetzt mit den folgenden Befehlen. Ich habe das hier in Dokumenten gerade mal vorbereitet, die Befehle. Hier stehen sie. Das Gute an Ubuntu ist ja, man muss nicht erst ins Internet gehen, eine Exe-Datei runterladen, diese ausführen. Wir können direkt hier über die Paketquellen, über das Terminal Software installieren. Dieser erste Befehl hier, da wird von Andreas Diesner das Garmin-Plugin installiert. Ich stelle euch die Befehle in die Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr die Befehle einfach markieren, kopieren und hier im Terminal einfügen. Achtet aber darauf, im Terminal klappt nicht diese Tastenkombination mit STRG C und STRG V. Ihr müsst das wirklich über die rechte Maustaste hier machen. So, Eingabe. Dann muss ich mein Passwort eingeben. So, jetzt steht hier Enter zum Eingeben, zum Fortfahren. Das mache ich natürlich. So, der erste Befehl ist eingegeben. Hiermit wird nach neuen Versionen gesucht. Machen wir natürlich, klar. So, das dauert jetzt ein paar Sekunden. So, das war es dann auch schon. Und jetzt wird das Programm wirklich installiert. So, ab einer gewissen Ubuntu-Version, also bei Wily Werewolf auf jeden Fall, kann man hier das Strich und Get auch weglassen. Da reicht sudo apt und dann install Garmin-Plugin. Ist aber nicht schlimm, wenn ihr es mit eingebt, da passiert nichts. So, fortfahren, ja.
So, das war's auch schon. Dann können wir das hier schließen. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den Rechner nochmal abmelden muss und anmelden oder ob das schon direkt funktioniert. Mal gucken. So, wir gehen direkt auf die Geocaching-Karte. War der vorhin auch schon hier? Juli 15, oh ja. So, ich bin eben wieder und dann, oh, Entschuldigung, ein bisschen müde, unseren Plop ans GPS-Gerät senden. So, und jetzt habt ihr nämlich hier oben diese Leiste. HTTP und so weiter. Das Ausführen von Garmin Communicator erlauben. Erlauben gehen wir hier. Und erlauben eine Entscheidung merken. Ich meine, wenn ihr hier bei Firefox die Chronik löscht, müsst ihr das wieder einstellen. Das ist aber nicht schlimm. So, jetzt gehen wir hier nochmal raus. Jetzt haben wir dem das erlaubt, das GPS-Gerät anzusteuern. Ans GPS-Gerät senden. Aha, seht ihr? Garmin Found Dakota 10. Das hat er also gefunden, mein GPS-Gerät. Jetzt gehen wir hier auf Write. Geocache, die Nummer und so weiter. GPX saved successfully. Das können wir auch gerade mal überprüfen. Indem wir das Gerät hier öffnen. Im Ordner Garmin und GPX werden ja die Geocaches abgelegt. 36K8A. 36, hier ist er. 36K8A. Ja, das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Ich will gerade mal gucken, wenn ich das hier wieder neu starte, ob ich das wieder erlauben muss. Ist aber natürlich eine schöne Möglichkeit hier auch mit Ubuntu die Geocaching-Com-Seite in vollem Umfang zu benutzen. Nee, ist sogar hier drin das Gerät. Also wirklich dieses Erlauben hier oben, Entscheidung merken, müsst ihr wirklich nur machen, wenn ihr hier mal die Chronik gelöscht haben solltet, um irgendwie die ganzen, den Verlauf und die Cookies irgendwie aufzuräumen. Das ist doch toll. Ja, so kann man auch gewisse Einschränkungen, die Ubuntu mit sich bringen, ganz toll und einfach umgehen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, wenn ihr damit Probleme gehabt hattet mit diesem Communicator-Plugin für die Garmin-Geräte. Ich habe halt jetzt ein Garmin-Gerät. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Geräten genau aussieht. Da muss man natürlich einfach mal schauen. Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video.